AVM hat für die Fritzbox 7590 das neue Fritz OS 7.25 veröffentlicht. Gleichzeitig wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht und durch die würde ich mich mal mit dir in diesem Video durcharbeiten. Dort sind die Neuerungen aufgezählt und die schauen wir uns im Detail nach dem Intro genauer an. Die Pressemitteilung habe ich hier offen als Word-Datei. Und die Dinger, die jetzt rot sind, die schauen wir uns im Detail an. Über die anderen sprechen wir nur kurz. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich die nicht nachvollziehen kann, weil ich die entsprechende Fritzbox nicht habe oder weil ich diese Funktion nicht nutzen kann. Fangen wir bei der Nummer 1 an. Vorfahrt im Homeoffice. Gerätepriorisierung fürs Arbeiten zu Hause. Tatsächlich ist das keine neue Funktion. Das ging schon die ganze Zeit. Das einzig Neue an dieser Sache ist jetzt, dass ihr die Priorisierung jetzt einfacher einschalten könnt. Also priorisieren konntet ihr die Geräte schon vorher im Homeoffice, nun könnt ihr sie halt einfacher aus der Mesh-Übersicht heraus einmal priorisieren. Wir schauen uns jetzt beide Möglichkeiten einmal an. Ich bin jetzt also in meiner Fritzbox 7590 angemeldet, auf der linken Seite bin ich auf Heimnetz und dann auf Mesh gegangen. Jetzt kann ich dir zeigen, wie ich ein Gerät priorisieren kann. Nehmen wir hier zum Beispiel mal dieses Sony-Gerät. Hier hinten kann ich einfach auf Details klicken und wenn ich jetzt ein bisschen runter scrolle, gibt es jetzt den Haken, dieses Gerät priorisieren. Das kann ich anklicken und kann hier auf OK gehen. Damit wäre das Gerät priorisiert. In der Praxis bedeutet das, dass es zum Beispiel einen Vorrang bekommt, wenn man in einer Videokonferenz mit diesem Gerät ist. Es geht hier vor allem um Echtzeitanwendungen, die also einen konstanten Datenstrom benötigen und die Pakete zur rechten Zeit eintreffen müssen. Mache ich jetzt zum Beispiel einen großen Download, ist das nicht so wichtig. Als Live-Anwendung würde ich mal zum Beispiel zählen Telefonie aller Art, das ist alles eine Live-Anwendung. Aber auch Gaming ist natürlich auch eine Live-Anwendung, auch wenn das jetzt mit Homeoffice eigentlich nichts zu tun hat. So, wir schauen uns jetzt die alte Möglichkeit an, Geräte zu priorisieren, die es natürlich immer noch gibt. Klassischerweise komme ich dahin, wenn ich auf Internet und auf Filter klicke und dann eben auf Priorisierung. Um jetzt also ein ganzes Gerät zu priorisieren, klicke ich hier einmal auf Neue Regel und wähle hier aus, welches Gerät darauf angewendet werden soll. Ich nehme jetzt hier das hier zum Beispiel und als Netzwerkanwendung lasse ich einfach alle stehen. Das heißt, dieses Gerät wird für alle Netzwerkanwendungen, die es benutzt, als priorisiert behandelt. Das breche ich einmal ab. Aber so war halt der alte Weg, das Ganze zu tun. Kommen wir zu Punkt 2. Vereinfachte Kontrolle für Eltern, Neues bei der Kindersicherung. Die Kindersicherung in der Fritzbox ist absolut empfehlenswert und gibt einem eine ganze Menge Kontrolle über das Heimnetz. Ich hatte dazu sowohl ein Video gemacht, wie man die umgehen kann, und für die Eltern hatte ich ein Video gemacht, wie man die eben sicher machen kann, sodass der Nachwuchs die nicht umgehen kann. Bei dieser Änderung geht es vor allem um die Tickets. Wer diese noch nicht benutzt hat, ganz kurz erklärt. Bei der Kindersicherung hat man normalerweise ein Zeitfenster, in dem die Kinder ins Internet gehen können. Ist dieses Zeitfenster aufgebraucht und es steht beispielsweise noch eine Schulaufgabe an zur Recherche, dann können die Eltern ein sogenanntes Ticket vergeben. Dieses Ticket ist ein, glaube ich, sechsstelliger Zahlencode und der kann nochmal die Zeit um eine bestimmte Zeitspanne verlängern. Wie das geht, schauen wir uns jetzt mal direkt auf der Oberfläche in der Fritzbox an. Ich bin also wieder auf Internet, Filter und dann auf Zugangsprofile gegangen. Dort gibt es jetzt nun die Zugangsprofile. Wenn du ein Kind hast, hast du vielleicht hier schon mehrere Profile pro Kind festgelegt. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall und ich scroll mal hier ein bisschen runter und hier sehe ich jetzt die Tickets für die zusätzliche Online-Zeit. Was jetzt neu ist, ist wohl, dass diese durchgestrichen werden können und das passiert genau dann, wenn ich hier auf Ticket teilen klicke. Klicke ich einmal drauf, jetzt wurde dieser Code in die Zwischenablage kopiert und ich kann ihn zum Beispiel per Mail oder so verschicken. Das führt dann auch dazu, dass er hier in der Liste ausgehakt wird. Ist diese Ticketliste aufgebraucht, kann ich die ganze Ticketliste zurücksetzen und im Grunde von vorne anfangen mit der Vergabe der Tickets. Also auch keine bahnbrechende Neuerung und im Prinzip ging das auch schon die ganze Zeit, es ist einfach ein bisschen komfortabler geworden. Auch beim Punkt Nummer 3, Telefonate leichter managen, wurde einfach so ein paar kleine Verbesserungen eingepflegt. Das Managen der Telefonbücher wurde jetzt wohl vereinfacht und auch das Einrichten von Rufumleitung und Rufsperren. Interessant finde ich hier auch, dass die Übertragungsqualität bei Telefonaten zu Mobilfunkgegenständen mit schlechter Mobilfunkanbindung verbessert wurde. Das ist halt eine kontinuierliche Softwareverbesserung, aber jetzt auch nicht der große Sprung. Interessant ist auch der Punkt viertens, Feintuning für noch besseres WLAN. Hier sieht man jetzt nicht genau, was technisch da verbessert wurde.
Mein Tipp ist aber, wenn man vom besten WLAN profitieren will, sollte in den meisten Situationen die Automatikeinstellung helfen. Um diese zu nutzen, bin ich mal auf WLAN und Funkkanal gegangen. Und hier kannst du sehen, dass ich die Einstellung auf automatisch gesetzt habe. Das hat einfach den Hintergrund, dass diese Verbesserungen, die im Hintergrund eingepflegt werden, meistens auf diese Automatikeinstellung zutreffen. Zum anderen, im Mesh-Netzwerk ist es auch wichtig, das auf automatisch zu stellen, einfach weil die Einstellungsübernahme auf den Mesh-Geräten aktiv sein sollte, also diese Einstellung auch noch auf andere Geräte verteilt wird. Und zudem möchte ich ja dieses Band-Steering und Access-Point-Steering aktiv haben. Das heißt, alle Geräte im Heimnetz oder alle Access-Points im Heimnetz sollten einen WLAN-Namen haben, sodass die Geräte, die sich dann anmelden auf den Routern, dynamisch zwischen den Access-Points und dynamisch zwischen den Bändern, also zwischen 2,4 und 5 GHz hin und her wechseln können. Also wer profitieren möchte von den kontinuierlichen Verbesserungen im WLAN, der lässt hier einfach die Einstellung auf automatisch stehen und fängt hier nicht an, eigene Einstellungen zu setzen. Bei den restlichen Punkten habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Es gibt einmal die Wetterinformation auf den Fritz Phone. Ja, okay, noch ein Gerät, das irgendwelche Wetterdaten anzeigt. Ist ganz nett, aber naja. So, sechstens, der Hotspot und Anrufbeantworter an aus. Das bezieht sich vor allem auf den Fritz-Deckt-Schalter, denn bei dem Fritz-Phone kann man eigentlich das WLAN ein- und ausschalten, sowohl das eigene WLAN als auch das Gast-WLAN. Ich weiß jetzt nicht, was hier die Besonderheit ist. Vielleicht ist der Punkt an eine andere Stelle in der Benutzeroberfläche gerückt, aber das ging definitiv schon die ganze Zeit. Interessanter ist dann schon wieder der Punkt 7. Man kann jetzt mit dem Fritz-Deckt 440 die Luftfeuchtigkeit messen. Das finde ich ein bisschen kurios, dass das mit einem Update nachgeliefert wird. Naja, aber der ist relativ neu wohl. Ja, sei es drum. Also der kann das hardwaretechnisch eh schon die ganze Zeit, nur die Software konnte es wohl offensichtlich nicht. Kommen wir zu einem der wirklichen Neuerungen, nämlich zu Punkt 8, der Datensicherung für den internen Speicher. Ich persönlich hatte eher gehofft, dass ich die Inhalte des NAS-Systems nochmal irgendwohin replizieren kann. Das ist damit aber nicht gemeint. Hier geht es um die reinen Sicherungen von Telefoniedaten, also Klingeltöne, Bilder und Sprachnachrichten. Diese kann ich jetzt mit einem Klick in eine ZIP-Datei legen und in eine neue Fritzbox importieren. Die Telefoniedatensicherung ist jetzt also wenig überraschend unter System im Punkt Sicherung zu finden. Den Punkt gab es ja schon die ganze Zeit, hier konnte ich die normalen Fritzbox-Einstellungen sichern. Es kommt jetzt hier ein weiterer Punkt hinzu, nämlich der Punkt Telefoniedaten sichern. Ich klicke hier einmal drauf und hier steht dann auch genau, was alles gesichert wird. Und wenn ich auf Sichern gehe, dann bekomme ich eine ZIP-Datei zum Herunterladen und da befinden sich dann die entsprechenden Daten drin. Das ist dann sinnvoll, wenn ich zum Beispiel von einer alten auf eine neue Fritzbox wechsle. Dann kann ich meine ganzen Telefoniedaten direkt mitnehmen und habe weniger Konfigurationsaufwand. Das ist eine der größeren Neuerungen aus diesem Update, würde ich mal behaupten, und keine reine Kosmetik, denn das ging so einfach die ganze Zeit nicht. So, kommen wir zu Punkt 9. Fritzbox LTE-Modelle erhalten SMS-Journal und SMS-Sendefunktion. Wunderschön, ich habe leider keine Fritzbox LTE-Modelle und bin auch froh drum, dass ich mein Internet über eine Kabelverbindung abdecken kann. Zehntens, Faxjournal und optimierte Konfiguration. Auch hier wieder kleine Verbesserungen, was das Fax angeht. Das war tatsächlich immer ein bisschen kompliziert einzurichten in der Fritzbox, also relativ, und das ist jetzt hier verbessert worden. Auch das Faxjournal ist eine nette Verbesserung. Das Faxjournal ist das hier, das zeigt einfach an, welche Faxe ich gesendet und empfangen habe. Das ging vorher immer nur über die normale Anruffunktion, da war das halt vermischt mit anderen Anrufen, die ich halt erhalten oder gesendet hatte. Die Konfiguration habe ich jetzt auch komplett in einem Bildschirm, auch das finde ich ganz nett, also da ist schon deutlich was verbessert worden. Der Hauptkritikpunkt beim Fax wäre bei mir jetzt noch, dass ich über die Web-Oberfläche bisher nicht in der Lage bin, PDF-Faxe zu verschicken. Wenn ich also ein Fax verschicken will über die Fritzbox, habe ich diese Web-Oberfläche. Da kann ich einen Text eingeben und einen Betreff. Soweit so gut. Kritischer ist aber, wenn ich ein ganzes PDF verschicken will, das geht nicht. Ich kann zwar hier einen Dateianhang hinzufügen, da sind aber nur Bilder wie JPEGs zum Beispiel erlaubt. Das wäre also eine der größeren Verbesserungen, wenn sowas mal kommen würde, dass ich hier auch ganze PDFs verschicken kann. Dann gibt es noch Verbesserungen für eine stabile Internetverbindung. Ja, da gibt es auch nicht viel zu zeigen. Auch das ist natürlich eine Verbesserung, die immer kontinuierlich gemacht wird. Es gibt ja die Standards hier im DSL-Bereich und ja, da muss natürlich das Modem mithalten können und entsprechend wird hier auch AVM immer wieder Updates liefern.
Es gab in letzter Zeit, gerade bei der 7590, was ich so im Internet gelesen hatte, immer wieder Probleme mit dem neuen DSL-Treiber. Ich hoffe, dass die jetzt bei der Version endgültig behoben sind. Kommen wir zum letzten Punkt, der Unterstützung der Business-Telefonie-Plattform Company Flex. Was das genau ist, weiß ich nicht, denn ja, ich bin halt einfach kein Telekom-Business-Kunde. Aber ich vermute mal, dass es hier darum geht, dass ich auch ins Homeoffice Telefonate weiterleiten kann. Gerade in Corona-Zeiten sind viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden. Und ja, ich hatte es öfters mal, dass ich irgendwo angerufen habe und es hieß dann, die Kollegin ist jetzt nicht erreichbar, die kann sie nur zurückrufen, weil die sitzt im Homeoffice. Das lässt dann immer darauf schließen, dass die Telefonieplattform oder die Telefonieanlage nicht richtig konfiguriert wurde oder die Funktion gar nicht hatte. Also so eine Weiterleitung an eine andere Nummer zum Beispiel. Das, vermute ich mal, verbirgt sich jetzt genau dahinter, dass dort erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten jetzt eröffnet werden und diese Fälle hoffentlich weniger werden, dass man im Homeoffice schlechter erreichbar ist als im Büro. Jetzt sind wir am Ende des Videos. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und natürlich am allerliebsten freue ich mich über ein Abo. Mach's gut!